moderne Kunst, wo sie sonst eher selten zu sehen ist. In einer großen Kirche, in alten Wohnhäusern, die renovierungsbedürftig sind und denen durch Kunst neues Leben eingehaucht wird, oder in Lagerhäusern, die normalerweise leer stehen und für einige Tage zu lebendigen Galerien werden. Das alles und noch viel mehr ist Teil des Festivals Denkmalkunst, Kunstdenkmal in der Altstadt von Hahnmünden. Es fand im Oktober 2022 zum 7. Mal hier statt. Dazu wurden tagsüber rund 15 historische Gebäude mit Ausstellungen bespielt, nachmittags und abends an 22 Orten Kulturveranstaltungen ausgerichtet. Hermann Staub erklärt, wie diese Idee entstanden ist. Die Ursprünge des Festivals gehen in das Jahr 2006 zurück, als Geschäftsinhaber hier in der Münchner Altstadt auf die Idee kam, eigentlich eine unmögliche Idee, in einem Flächendenkmal ein historisches Ensemble abzureißen und eine Geschäftsgalerie hineinzubauen. Dagegen entwickelten die Bürger und Bürgerinnen eine Gegenbewegung, an deren Spitze sich zwei Personen setzten, die das heute noch erfolgreiche Format dieses Festivals entwickelten, nämlich Kunstausstellungen in historischen Gebäuden, in Kirchen, in Wehrtürmen und so weiter zu machen. Und das Ganze mit einem Abendprogramm, mit Lesungen, mit Tanz, mit Comedy, vor allem mit viel Musik anzureichern. Das Festival läuft insgesamt über 9 Tage. Damit diese große Veranstaltung funktioniert, ist das Ehrenamt ein wichtiger Baustein. Rund 20.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit kommen pro Festival zusammen. Auch Bärbel Brockhoff engagiert sich gerne dafür. Also ich bin 2009 durch meine Stadt marschiert zum Festival und war total begeistert, weil man in die Häuser kam, in die älteren, die man sonst nicht besuchen konnte. Und habe mich dann 2011, als es wiederholt wurde, entschieden, sofort dabei zu sein und mitzumachen. Genau das, nämlich alte, zum Teil ungenutzte Häuser wiederzubeleben, war ein wichtiges Ziel des Vereins Denkmalkunst, der das Festival veranstaltet. Die gestiegene Attraktivität der Stadt sorgt auch dafür, dass eine Reihe von Häusern neue Besitzerinnen und Besitzer gefunden haben. Ein Festival dieser Größe kostet allerdings auch eine Menge Geld. Einen beachtlichen Teil des Budgets gibt die VR-Bank in Südniedersachsen als Premium-Partner dazu, die das Festival seit Beginn begleitet. Für Volkert Gronefeld, den Vorstandsvorsitzenden der Bank, ist dieses Engagement sehr wichtig. Dieses Festival hat eine große wirtschaftliche Bedeutung für unsere Region, hat eine große Netzwerkbedeutung. Das heißt, Menschen kommen auf die Straße, begegnen sich, es findet ein Austausch, Lebensqualitätvermittlung in dieser Stadt, in dieser Region für die Zeit dieses Festivals. Und alles das ist auch Kernaufgabe eines regionalen Instituts, dieses zu unterstützen. Insofern sehen wir uns als VR-Bank der geborene Partner für dieses Kulturfestival. Und das so lange, wie es dieses Festival schon gibt. In Zukunft will der Festivalverein durch das vielfältige Programm noch mehr Interessierte erreichen. Wie das funktionieren kann, zeigt der vorletzte Abend des Festivals. Im Rittersaal des Welfenschlosses Münden tritt die Coverband True Collins auf, die Genesis- und Phil Collins-Klassiker spielt. Direkt gegenüber im Geschwister-Scholl-Haus das Kontrastprogramm. Dort performt die Rapperin Pearls und begeistert viele, vor allem junge Leute. Aber eben nicht nur die. Das Festival leistet nämlich vor allem eines. Es verbindet die Menschen in der Stadt über die Grenzen der Generationen hinweg. Musik.